Hallo ihr Lieben, heute mache ich wieder mal was ganz Tolles mit euch. Und zwar machen wir heute ultimative Cookies. Und zwar sind die gefüllt mit Oreos. Die kennt wahrscheinlich jeder. Ich mag jetzt Oreos an sich eigentlich nicht unbedingt gerne, aber als Cookie-Fülle sind die einfach genial. Wenn man Cookies isst, ist einem bewusst, es ist süß und die sollen einfach super, super lecker sein. Und da passen die Oreos echt wirklich, wirklich genial rein und ich möchte es mit euch teilen, damit ihr das ausprobieren könnt und einfach die Begeisterung zu euch hoffentlich überspringt. Es ist eigentlich auch relativ einfach. Wir machen, wir starten eigentlich gleich. Die Mengenangaben findet ihr wieder wie immer unten in der Videobeschreibung und es geht los. Anfangen tun wir für den Cookie-Teig einfach einmal, indem wir die Butter in den Mixtopf geben. Schaut, dass die einfach schon so ein bisschen zimmerwarm ist. Dann den Deckel drauf. Und das Ganze einfach mal für 40 Sekunden auf Stufe 4 cremig rühren. So. Zur cremigen Butter geben wir jetzt einmal den Zucker, zum ersten Mal den braunen Zucker, aber eben auch Weiß und Vanille. Und jetzt haben wir das Ganze wieder für eine Minute auf Stufe 4 cremig rühren und einfach auch schön miteinander vermischen. Und wieder Deckel runter. Jetzt geben wir die Eier dazu und das Vanilleextrakt und wieder den Deckel drauf. Ihr könnt euch im Prinzip relativ gut einmal Stufe 4 merken und das Ganze wird wieder für eine Minute auf Stufe 4 miteinander vermischt und cremig gerührt. So, jetzt Natronsalz und Backpulver dazugeben, dann das Mehl und wieder den Deckel drauf, nochmal für 25 Sekunden auf Stufe 4 miteinander vermischen. Jetzt tatsächlich bitte auch den Ofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorheizen und ein Backblech mit Backpapier belegt einmal schon mal herrichten, also vorbereiten. Jetzt tun wir mal alles mit dem Spatel so vom Rand darunter. Es ist nicht viel, aber trotzdem. Da kommen unsere Schokodrops rein. So, den Deckel drauf. Und das Ganze wird für 20 Sekunden im Linkslauf auf Stufe 3,5 vermischt. So, jetzt tun wir uns das in eine Schüssel raus. Und den Rest machen wir jetzt bewusst einfach mit dem Spatel, dass wir den Ganzen jetzt nicht nur zu sehr bearbeiten und die Schokodrops vielleicht auch noch zerkleinern, was wir nicht wollen. Das heißt, ihr lasst das raus und lasst einfach nur mal schön mit dem Spatel die Schokodrops und alles schön vermischen. So, wenn das gemacht ist, dann lasst euch mit einem nicht allzu großen Eisportionierer einmal eine Portion ausstechen. Drückt euch das einmal flach. Dann nehmen wir ein Oreo, das legen wir da drauf, holen uns nur mal so eine Portion, drücken die wieder flach
legen das da drüber und ihr seht, es muss im Prinzip das groß genug sein, damit rund um das Oreo nur circa so ein guter Zentimeter Platz ist, damit wir das Cookie dann da außenrum schön miteinander verschließen können. Et voilà. Und so schaut es dann aus und das Oreo ist versteckt und landet da so am Backblech. Und das mache ich jetzt mit der restlichen Teigmasse und den Oreos. Wenn eure Cookies dann so ausschauen, kommen die jetzt in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad 18 bis 20 Minuten. Dazu ein bisschen beobachten und genau, einfach wie bei Cookies immer ein bisschen schauen, dass sie nicht zu dunkel werden, rechtzeitig rausnehmen, abkühlen lassen und dann sind wir schon fertig. So, so schauen die Cookies aus. Lasst es wirklich, das ist wichtig, richtig schön abkühlen. Vor allem bevor es es Kindern gibt. Die sind nämlich sonst in der Mitte richtig heiß. Ihr seht es, ich habe schon probieren müssen. Ihr seht da in der Mitte dieses Oreo rausgucken. Und ich sage es euch, es ist einfach nur köstlich. Es verrät auch schon das Cookie selbst, dass sich da drinnen was verbirgt. Es schaut auch jedes, sage ich mal so, für sich ganz individuell und speziell aus. Aber es lässt eben, es verrät, dass da was versteckt ist. Und vor allem Kinder werden euch die Cookies aus der Hand reißen, weil Cookies allein sind schon lecker, aber da drinnen nur Oreos versteckt. Schmeckt sogar tatsächlich mir und wie gesagt, ich bin jetzt nicht der extrem Oreo-Fan, aber das ist einfach nur gut. Und genau, ich werde es nochmal kosten. Einfach. Super. Wenn ihr ohne Oreos machen wollt, kein Problem, schauen die Dinge so aus. Sind genauso lecker. Also was soll ich dazu sagen? Soll ich da auch gerne eines auseinanderbrechen? Die sind jetzt noch ein bisschen wärmer. Die habe ich im Nachhinein gebacken. Also, ja, ich bin gespannt. Cookies kommen ja bei euch auch immer super an. Ich wünsche euch jetzt viel Freude beim Nachmachen. Probiert es aus. Sagt mal gerne, wie gesagt, mit was ihr gefüllt habt. Ob mit Oreo, ob nichts oder ob euch irgendwas anderes eingefallen ist. Wünsche euch viel Spaß. Schaut auch bei anderen Gerichten vorbei. Vielleicht ein One-Pot-Gericht, wer weiß. Sucht euch was aus. Es ist ganz viel da. Bis ganz, ganz bald. Ciao, ciao. Natürlich könnt ihr den Teig auch ohne Oreos verwenden. Das heißt, ihr nehmt immer eine Portion, macht eine Kugel draus, legt die Kugeln dann aufs Backblech, gebt es ins Rohr und backt die. Von der Zeit her einfach ein bisschen anpassen, dann dauern ca. 15 Minuten. Und könnt es aber natürlich auch zum Beispiel mit Karamellbonbons füllen. Also ihr könnt euch da von der Fülle her ein bisschen austoben. Es muss nur handlich sein, es muss sich nur formen lassen. Und genau. Tobt euch aus und schreibt mir natürlich einen Kommentar dazu, was ihr so ausprobiert habt. Würde mich total freuen.